Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. In der gestrigen Folge habe ich gesagt, wir sehen uns in Folge 41 wieder. Das stimmt natürlich nicht, ich meine 21. Der Fahrstuhl ist ein bisschen kaputt. Den werden wir definitiv nicht mehr benutzen. Aber wir können ja klettern. Zack. Na gut, dass wir klettern können. Ich könnte das zum Beispiel nicht. Die Scheiße wieder einmal hinführt. Gleich mal wieder alles absuchen. Granaten haben, brauchen wir nicht. Hier haben wir noch so eine... Was ist das denn? So, mach auf. Gut. Haben wir nichts, ist nichts. Geh mal. Nicht heiß zwischen den Beinen wird, verstehe ich auch nicht. Die Hose muss doch mittlerweile schon durchgescheuert sein. Das ist bestimmt keine China-Qualität. Nichts gegen die Chinesen natürlich. Macht das super. Super Arbeit. Ohne euch wäre die ganze Welt lahmgelegt, das muss man auch mal sagen. Ach du Scheiße. Völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Oh. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügelt und ich werde im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung. Ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde. Bitte was? Schließlich kann er doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder? Sie sind orientierungslos und verwirrt. Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig. Alter, der dreht langsam am Rad. Der wird langsam bekloppt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, wie dem auch sei, gute Arbeit, die Chinesen, ne? Also ohne euch wäre die ganze Welt lahmgelegt. Weil die ganze Welt lahmgelegt wäre halt. Müssen wir denn hin? Ah, da oben. Weil ihr tut das produzieren. Huch! Ja, weil ihr tut halt das produzieren, was die heutige Welt braucht halt, ne? So, wie kommen wir dann jetzt da hoch? Ah, ich glaube, wir müssen erstmal darüber. Genau. Aber wie komme ich da hin? Da führt ein Seil nach da unten hin und dann da... Ah, verstehe schon. Gut, ich gehe nochmal da runter zum Seil. Aber verreck auf dem Weg noch dreimal. Hopp. Wow. So einfache Stelle nicht vergessen. Ah, das ist. Oh, oder ich gehe hier lang. Das geht natürlich auch. Ein alter Wasserturm. Sag mal. Was ist denn heute mit dieser Scheißsteuerung los? Entweder bin ich wieder einmal zu voreilig oder das Spiel backt ein bisschen rum. Ich
muss auch gleich noch ein bisschen Contrast aufnehmen. Davon habe ich nämlich zu wenig aufgenommen, habe ich nämlich festgestellt. Sag mal, dieses Spiel will mich doch einfach nur mobben, oder? So. So, jetzt aber mal mit Ruhe. So. Bitte nicht abbrechen, bitte nicht abbrechen, bitte nicht abbrechen. Gut. So, Vorsicht. Überlebensinstinkt. Uah. Wieso bin ich denn jetzt? Alter. So einen Sprung würde ich nie machen. Oh, yeah, yeah. Tschüss. Hört man ihn? Nein, ich höre ihn nicht. So, jetzt haben wir die Entscheidung. Runter oder hoch? Ich glaube, wir gehen mal runter. Weil hier ist nämlich Munition, die wir nicht gebrauchen können. Das heißt, wir klettern jetzt nach oben. Ich meine, da um die Ecke. Also, was Lara hier alles macht, die muss doch Oberarme, die muss doch größere Oberarme haben als Hulk. Das ist ja... Eieiei. Wiederum, das nenne ich Frauenpower. Der ist so dumm, der merkt nicht, dass... Der steht genau daneben. Merkt nicht, dass sein Freund stirbt gerade oder sein Kollege, weißt du? Und der fliegt auch noch die Klippe runter. Also das muss man doch merken. Hier liegt auch noch was. Da. Jetzt runter. Ich glaube nicht, nee. Ach gut, sind wir noch da. Oh, man muss sich einfach mal ganz genau umgucken, die Levels. Man muss einfach gucken, wo man ist. Nicht einfach ausprobieren. Machen. Langsam hier hoch. Naja, langsam ist gut gesagt. So. So, das Spiel hat gespeichert. Leiter. Bergungsgut mitnehmen. 3 von 3 Teile für den Bogen. Jawohl, ja. Haben wir hier ein Lager irgendwo zufällig? Die Kanone ist auch wieder der schöne Bananeneffekt. Da liegt was. Oder auch nicht. So eine Striche. So. Na, irgendwo hier ein Lager. Ein Lager, ein Lager, ein Lager. Da könnte eins sein. Auch einen guten Überblick.
Lauf, Lara, lauf, 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 Lara, lauf. Ach, da ist ja Wasser. Hui! Da haben wir schon mal einen Geocache, das hat sich schon mal gelohnt. So, mit. Ach, rumklettern. Licht aus. So, haben wir noch hier? Nee, haben wir nicht. Stopp. Nicht zu weit springen. Sieht mir nicht sehr. Ah, siehst du? Die Oni sind hier. Und sollen sie uns etwa finden? Sei ruhig und halte deine Mädchen Ausschau. Gut, Scheißhauslager können wir noch nicht benutzen. Oh, ein Buch. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Das hört sich einfach haargenau wie unser nächster Auftrag an. Ah, schau mal da. Überraschung! Zack. Oh, noch einer. Überraschung 2. So. Gut. Jetzt ist das Lager hoffentlich frei. Nutzen wir das mal? Jawohl. Wenn im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Roth. Wie wir alle. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Reyes ausgerechnet Sam wollte. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit. Ja, noch ist Sam bei uns in Sicherheit, aber wer weiß, wie lange noch. Oh, jetzt kommen... Uiuiui. So, was haben wir denn hier? Explosive Pfeile. Mit Boom-Ladung. Durchdringende Pfeile. Aufgeladene Schüsse durchschlagen Panzerungen und können so mehrere Ziele treffen. Geil. Gegengewicht. Stabilisieren Gewichte, verbessern die Präzision, erhöhen damit den Schaden. Nimm mit. Jetzt einfach mal so zu kaufen. Und wir sehen uns dann in Folge Nummer 42. Habe ich nicht zum Anfang der Folge gesagt, heute ist Folge 21? Natürlich 41, Alter, ich bin so durch. Gut, wir sehen uns dann morgen wieder. Auch wenn du jetzt gedacht hast, das Video ist komplett zu Ende, hast du dich geschnitten. Ich wollte noch sagen, ich bin nicht nur auf YouTube vertreten, sondern auch auf Twitter und Facebook auf Follow oder Gefällt mir klicken. Je nachdem, der Link ist unten in der verkackten Videobeschreibung, direkt über meinem Freund. Und ja, wenn du das gemacht hast, verpasst du absolut kein Video und ja, schau mal vorbei, gell?